Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal und ich spiele wieder World of Tanks. Mein Name ist Stefan und ja, ich bin gerade im Livestream und nehme hier die Folgen auf. Im Livestream ist auch die Umfrage, die in knapp 12 Minuten endet, also wahrscheinlich am Ende dieser Folge wird es dann präsentiert und zwar welchen Viererpanzer ich hole. Aktuell die Umfrage oder diese Auswahl steht oder stand. Zum Zeitpunkt der Aufnahme USA, Deutschland und Russland natürlich. Oder Option 4 ein anderes Land. Und momentan ist natürlich, ja, die Umfrage noch relativ ausgeglichen, sagen wir mal so. Und jetzt warte ich hier, während ich aufs Gefecht warte, auf andere Meldungen im Team. So, jetzt wird ein Dreierkampf geben auf einer meiner Lieblingskarten. Steppen. Und jetzt werde ich mich wieder. Ich zwinge mich dazu, jetzt wirklich hinten anzustellen und von hinten das Feld ein bisschen aufräumen, obwohl der M3 natürlich schnell ist und natürlich zum Aufklären sehr gut geeignet ist. Mal gucken, wo die hingehen, links oder rechts. Also durch die Mitte gehe ich auf jeden Fall nicht. Auch wenn die Masse mitgeht, dann bleibe ich lieber hinten und spotte von hinten irgendwie jemand, der rausguckt. So, wo gehen die alle hin? Und jetzt Mitte. Da macht es mich mehr Sinn hier. Ja, einzige Lage war klar. Da ist er da hinten. Ist wieder einer. Mit Panzer 3 auch jetzt da hier. Drei von uns. Wirkungstreffer, der ging nicht durch. Der Motor hat Aussetzer. Schon. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was kommt der hier? Können wir.
Ach, schade. Haben wir doch die Linie hier gut verteidigt? Wenig abbekommen. Jetzt fahren wir darüber. Ja, das mit dem Zoom ist wirklich eine Krankheit bei mir. Er ging nicht durch. Ziel verloren. Oh, ein bisschen hier. Außen rum. Ah, Mist. Naja, harter Kampf. Moin, When It Rains. Willkommen im Chat. Willkommen zu den Folgen. Das war jetzt blöd, aber ich hätte jetzt gesagt, war blöd, dass die jetzt alle durch die Mitte reingefahren sind und dadurch haben wir ja die schnell da welche verloren und dann wird es schwierig. Und auf der Distanz war dann natürlich der M3 Stuart nicht ideal. Ja. So, wir haben noch eine Schlacht. Noch eine Schlacht. Und dann kommt es auf die Umfrage drauf an. Und momentan ärgert es mich ein bisschen. Die Umfrage ist zu ausgeglichen. Ja, When It Rains, It Pours, meint die Mathilda zu gehen. Okay. Ich hoffe, du hast deine Stimme schon abgegeben bei der Umfrage. Weil wird es schwierig für mich. Ich hoffe, dass während dem Fight hier, dass da vielleicht die eine oder andere noch in den Chat reinkommt und auch abstimmt. Ich sehe schon hier. Oder sagen wir so, die nächste Stimme entscheidet. Ich kann es bloß so machen. Los geht's. Ja, also ich muss jetzt so machen, die nächste Stimme entscheidet. Anders wird es hier nichts, weil... So, ich fahre mal den Vierer hinterher. Fahren euch alle da hoch, oder? Nein. Haben wir den T28? Das ist der einzige? Nee. Die fahren alle da unten rum. Und der Matilda hinterher.
Mal gucken, ob wir da was trotten hier. Und hier ist nichts. Ja, Russen würden auch gehen, sagt im Chat. Ja, aber ich habe bisher nur eine Russenstimme. Ups. Und zumindest der Mathilda. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Können wir ja. Ja, ich weiß nicht, welche Panzer das mir gefällt. Genau, aber trotzdem. Mausakrobat hat ja mal mit M3 so Ding durchgemacht, so Anfängerguide. Aber irgendwie BT5 habe ich lange gar nicht so richtig gespielt. Erst, wo dann ich zu oft mit den anderen zwei rausgeflogen bin. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, hey, das ist gar nicht so schlecht. Aber natürlich, nicht mit dem Ziel, die BT-Reihe zu machen, sondern auf, eher auf den T28 jetzt zu gehen. Hier liegt hier, gell? Jetzt führt einer aus. Wir fahren da mal vor. Alle da drüben. Den hat's erwischt. Alles Vierer, da habe ich eh keine Chance. Außer wenn die mal eine Schusspause haben. Kommandant ausgefallen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, Kommandant ausgefallen. Kommandant ist wieder einsetzbar. Sehr gut. Dann habe ich da vorfahren. Hab ja noch ein bisschen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh. Mal hinterher. Wirkungstreffer. Kette wurde getroffen. Sich an jeden Moment reißen. Wirkungstreffer. Wir haben sie böse erwischt. So. Sehr gut. Denk mal, da habe ich doch gut mitgeholfen. Zwei Panzer vernichtet. Sollen wir den Loot holen? Ja, die nächste Stimme hat sich für Deutschland entschieden. Also, es wird doch die deutsche Reihe. Gut. Teamauswertung. Ja. In der Mitte. Gar nicht so schlecht. Okay. Dann
Wird der Deutsche beziehungsweise Lux, sagst du, wo ist denn der Lux hier? Na? Hummel. Ach, da hier der Lux. Dann Leopard. Die Linie. Feuerkraft sehr gering, Beweglichkeit, Aufklärung. Ja. Haben wir auch schon gedacht, also wenn er die Linie und dann. Ich glaube, dann gehe ich die nicht die Stuck, sondern hier die. Und dann. Wärst du mit ihrer Rekrutierung kostenlos? Ja, die sind ja, glaube ich, auf 100. Genau. Danke, Jörn Schneider, für. Genau, so. Auftrag 10 abgeschlossen. Zum nächsten Auftrag. Spielen Sie drei Zufallsgefechte im Fahrzeug mit der Stufe 4 bis 10, an denen ein beliebiges Anpassungselement angebracht ist. Äußeres und dann irgendwas ranbatschen. Okay. Das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. So, dann gehen wir in die Garage. Dann haben wir hier den. Muss man die Munition kaufen. Hartkern. Machen wir mal ein bisschen halt. Oh, so viel brauche ich, glaube ich, gar nicht von denen. Muss ich gar nicht so viel Geld ausgeben, ne? Anwenden. Dann von der Ausstattung her nehmen wir schon mal den hier. Genau. Dann nehme ich den kleinen Satz. Und hier automatisches, ne? Genau, so habe ich es vom Maus gehört, genau. Ja, Tier 4 habe ich noch Nahrungsfreiheit, ja, das stimmt. So, jetzt gehen wir ins Äußere rein. Irgendein Wappen werde ich doch wohl kostenlos haben, oder nicht? Ja. Nur hier oben. Naja. Okay, dann angewendet und jetzt drei Gefechte. Dann starten wir doch mal gleich. Mal gucken. Tarnung? Nee, Tarnung habe ich nicht. Ja, ich weiß. Muss ich jetzt mal ausgehen. So. Für die Folge soll es gewesen sein. Livestream geht weiter.